Herzlich willkommen beim BELIMO Wissensseminar. Heute starten wir den zweiten Teil zum Thema Hydraulik und Ventilauslegung in der Gebäudetechnik. Wir sehen uns die physikalischen Grundlagen dafür einmal genauer an. Mein Name ist André Emme. Ich bin Planerberater in Norddeutschland und ich darf Sie heute durch das Seminar begleiten. Mein Kollege Jürgen Schubert hat beim Startseminar die hydraulischen Grundschaltungen einmal vorgestellt. Zum Start des heutigen Vortrages wiederhole ich diese kurz. Die Drosselschaltung. Der Volumenstrom ist am Verbraucher und am Erzeuger variabel. Bei der Einspritzschaltung mit dem Zwei-Wege-Ventil ist die Variabilität am Erzeuger und die Konstanz des Volumenstroms am Verbraucher. Bei der Beimischschaltung, wir erinnern uns, das ist der Fall bei einem druckarmen Verteiler, haben wir ebenfalls diese Kombination. Bei der Einspritzschaltung mit dem Drei-Wege-Ventil sind beide Volumenströme konstant. Bei der Umlenkschaltung ist der Volumenstrom am Erzeuger konstant und beim Verbraucher variabel. So viel zur kleinen Erinnerung an die Grundschaltung. Heute befassen wir uns mit den physikalischen Grundlagen der Ventilauslegung. Die Weltformel in unserer Branche kann man vereinfacht runterbrechen in Q ist gleich M mal C mal Delta Theta. Was bedeutet das? Q steht für die Leistung, in der Heizungstechnik traditionell in der Einheit Watt oder Kilowatt berechnet, also in kW. V meint den Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde. Delta T die Temperaturspreizung gemessen in Kelvin. Und C steht für die spezifische Wärmekapazität von Wasser bei einer Dichte von Wasser bei 20 Grad Celsius Temperatur. Das ist vereinfacht die Formel, die wir nutzen, um die Leistung zum Beispiel eines Heizregisters zu berechnen. Sind wir in der Kühlung unterwegs, ist es eventuell sinnvoll, die spezifische Wärmekapazität anzupassen. Also nicht die von 20 Grad Celsius zu nehmen, sondern wenn wir zum Beispiel eine Systemtemperatur von 6,12 haben, nehmen wir die spezifische Wärmekapazität von 9 Grad. Aber allgemein wird mit dieser vereinfachten Grundformel gerechnet. Ein weiterer Wert, den wir zur Ventilauslegung benötigen, ist der A-Wert, zum Beispiel eines Wärmetauschers. Der A-Wert beschreibt die Nichtlinearität der Leistungsabgabe am Wärmetauscher. Hier haben wir ein kleines Beispiel. Bei einem A-Wert von 0,2 haben wir bei halb geöffnetem Ventil, also 50% Durchfluss, jedoch 80% der Leistungsabgabe. Wir wollen aber annähernd Linearität herstellen. Das heißt, wir wollen bei halb geöffnetem Durchfluss oder halb geöffnetem Ventil 50% Leistungsabgabe haben. Die Konstruktion eines Wärmetauschers, die Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf und die Mengendifferenz des wärmeaufnehmenden Mediums und des wärmeabgebenden Mediums sind im Verhältnis leider aber nicht linear. Das bedeutet für uns, dass ein Vorwärmer zum Beispiel A-Werte von 0,25 bis 0,4 hat. Ein Nachwärmer 0,15 bis 0,4. Ein Luftkühler 0,25 bis 0,5. Und eine Vorlauftemperaturregelung jedoch ist linear. Also da kann man den Spitzenwert von 1,0 einsetzen.
Ein Radiator hat die A-Werte von 0,5 bis 0,65 und ein Umformer sogar 0,5 bis 3. Mit diesen Formeln können wir den A-Wert berechnen. Ist der Wasserdurchfluss durch den Wärmetauscher variabel, nehmen wir Formel 1. Ist der Wasservolumenstrom durch den Wärmetauscher konstant, nehmen wir die mittlere, zweite Formel. Und wie kennengelernt, haben wir eine Vorlauftemperaturregelung, dann brauchen wir den A-Wert von 1. Setzen wir nun bei der Berechnung und der eben vorgestellten Formel einmal Zahlen ein. Dann sieht man, dass wir, wenn wir diese Formel nutzen, bei der ersten Formel, bei mengenvariablen Wasservolumenströmen, haben wir hier einen A-Wert von 0,26. Ist er konstant und selbe Temperaturen 0,43. Wechseln wir jedoch die Temperatur oder berechnen wir eine andere Temperatur, kommen wir auch auf andere A-Werte. Hier 0,33 oder 0,55. Das ist zu beachten, sollte man in einer Anlage die Systemtemperatur ändern, ändern sich auch die A-Werte des Wärmetauschers. Nicht ganz uninteressant, wenn so etwas bei Sanierungen passiert. Bei Linearität, also einem A-Wert von 1, entspricht 50% Ventilöffnung, 50% Leistungsabgabe. Das wäre die perfekte Streckenkennlinie. Das streben wir immer an. Aber die A-Werte der Wärmeübertrager sehen typischerweise so aus, wie eben schon vorgestellt. Um die Nichtlinearität zu kompensieren, ist die Ventilautorität, damit die Ventilbetriebskennlinie, entsprechend zu wählen. Da haben wir das nächste Schlagwort. Ventilautorität. Was bedeutet das? Nun, wer sich durchsetzen will, benötigt Autorität. Mit ihr kann man was bewegen. Es kommt aus dem römischen Auctoritas, bedeutet Ansehen und Einfluss. Das Ventil ist Chef im Ring. Das Regelventil soll Volumenströme ändern und regeln. Und es beeinflusst das Verhältnis von Druckverlust und Regelventil zu anderen Druckverlusten im Kreis. Also, wichtig. Ventilautorität. Haben wir keinen A-Wert zur Verfügung, um die Ventilautorität zu wählen, wie hier beim Heizkreis mit mehreren Verbrauchern, wird häufig vereinfachend eine Ventilautorität von 0,5 angestrebt. Das heißt, die Hälfte des Druckverlusts im Regelkreis wird in das Ventil gelegt. Dabei ist zu beachten, dass bei unterschiedlichen Schaltungen die Betrachtung des Differenzdrucks ebenfalls unterschiedlich ist. Bei der Drosselschaltung wird der Differenzdruck zwischen Vorlauf und Rücklauf berücksichtigt und über den gesamten Regelkreis. Das heißt, man sieht hier an den roten Markierungen, Vor- und Rücklauf läuft über den gesamten Verbraucherkreis. Bei der Umlenkschaltung betrachten wir den mengenvariablen Teil über den Verbraucher vom Bypass-Anfang am Vorlauf bis zum Bypass-Ende am Dreiwegeventil. Hier wieder als rote Strecke dargestellt. Bei der Beimischaltung, Achtung, wir erinnern uns, dass wir einen Druckarmverteiler haben, befindet sich die mengenvariable Strecke auf der Erzeugerseite zwischen den Bypasspunkten am Vor- und Rücklauf. Hier wieder schön dargestellt in der roten Strecke über den Kessel von Bypassanfang bis Bypassende.
Bei der Einspritzschaltung mit dem Zwei-Wege-Ventil betrachten wir, wie bei der Drosselschaltung, den Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf. Aber Achtung, wir berechnen nicht über die gesamte Strecke über den Verbraucher, wir nehmen den Weg über den Bypass. Hier sieht man es, am Bypass ist ein Pfeil dargestellt und zwischen den rot markierten Strecken Vorlauf- und Rücklaufventil wird der Differenzdruck genommen. Bei der Einspritzschaltung mit dem Drei-Wege-Ventil ist die mengenvariable Strecke zwischen den Bypässen, hier in Rot wieder angedeutet. Achtung, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Wenn das hier nicht gemacht wird, dann hat man das falsche Ventil ausgelegt. Also der mengenvariable Teil ist zwischen den Bypässen. Was müssen wir noch beachten? Man hört immer von KV- und KVS-Werten. Wo liegt da der Unterschied? Nun, der KVS-Wert ist der Wert, oder der KVS-Wert entspricht dem Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde bei einem Druckverlust von einem Bar, bei voll geöffnetem Ventil. Der KVS-Wert ist also ein Herstellerwert, der Katalogwert, den wir Hersteller abdrucken. Haben wir hier einmal dargestellt, nämlich hier eine Seite aus einem Katalog, wo man mehrere KVS-Werte miteinander vergleichen kann. KVS-Wert, Herstellerwert. Und was ist der KV-Wert? Der KV-Wert entspricht dem Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde bei einem Druckverlust von einem Bar und einem bestimmten Öffnungswinkel beziehungsweise einen bestimmten Hub des Ventils. Öffnungswinkel bei Regelkugelhahn, Hub beim Regelhubventil. Der KV-Wert ist der bei der Ventilauslegung berechnete Wert des Ventils. Wir haben jetzt also unsere hydraulischen Grundschaltungen kennengelernt. Wir wissen, wie wir die Grundformel Q ist gleich M mal C mal Delta Theta anwenden können. Wir wissen, was ein A-Wert ist. Wir wissen, was Ventilautorität ist. Wir kennen die mengenvariablen Strecken bei den Grundschaltungen. Und wir unterscheiden KVS- und KV-Werte. Ich freue mich auf das nächste Webinar. Wir werden dann dieses angeeignete Wissen nutzen, um Ventile endlich auslegen zu können. Bis dann und Dankeschön.